und war hier in Stalingrad. So sah es aus, das Leben als Soldat der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg. Für den Ego-Shooter Call of Duty hat das Entwicklerteam Infinity Ward sich historische Filme angeschaut und, wie Sie zu Beginn der russischen Kampagne deutlich sehen, viele dieser Szenen direkt im Spiel eingebaut. Die russischen Soldaten wurden, Sie sehen es hier, oft ohne Gewehr in die Schlachten geschickt. Beim Sturm auf den Roten Platz in Stalingrad müssen sie die Waffe von einem gefallenen Kameraden übernehmen, bevor sie die feindlichen Stellungen unter Beschuss nehmen können. In der britischen und amerikanischen Kampagne haben sie es insgesamt etwas besser. Schließlich bekommen sie dort ausreichend Ausrüstung. Beim Angriff auf ein deutsches Fort überrascht uns dafür etwas anderes. Wenn uns im Spiel nämlich eine Kugel trifft, reagiert das Programm sozusagen mit einem Schock und wir erleben das Geschehen für einige Augenblicke verlangsamt, wie in einem Traum. Beim Ausräuchern der feindlichen Stellungen geht's nicht sonderlich zimperlich zu. Damit unsere Kameraden überleben, müssen die Gegner möglichst rasch ins Gras beißen. Nur so schalten wir das MG-Nest im Bunker ausreichend schnell aus, ohne allzu viele eigene Verluste zu erleiden. Wie sehr die Entwickler die Quake 3 Grafik-Engine verbessert haben, sehen Sie in dieser riesigen, wunderschönen Außenlandschaft. Auf der Ladefläche des Lastwagens müssen wir per MG die feindlichen Verfolger abschütteln. Dies gelingt uns gleich endgültig mit Hilfe eines umstürzenden Baumes. Wir müssen